Hallo und herzlich willkommen zurück zur 13. Folge von Wolfenstein The Old Blood. In der letzten Folge hatten wir eine kleine Geschichtsstunde. Ja, weil wir mal herausfinden wollten, warum die eigentlich immer so viel Wein trinkt und so viel Essen isst. Käse, Wurst und alles. Aber irgendwie bin ich noch nicht schlauer geworden. Will die damit einfach nur die Leute irgendwie überreden, damit sie irgendwie mal was ausplaudern? Oder steckt da mehr hinter? Ja, wir stehen auf jeden Fall vor dieser komischen, mysteriösen Tür, die zufällt, wenn man durchgeht. Und ich glaube, wir müssen durch. Und ja, die hatten wir in der letzten Folge schon mal geöffnet. Ich glaube, ich habe eine neue Aufnahme-Session gestartet. Und ich bin genau hier vorgestartet. Aus Gründen bin ich noch nicht durchgegangen. Weil wir am Ende der letzten Folge gesehen haben, was uns dahinter erwartet. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und ich habe ja irgendwie Schiss vor. Alles klar, mal gucken, ob ich es hinbekomme mit dem Durchrennen. Ich hab da zugelernt. Oh ja. Ich will da nicht hoch. Das sieht nicht gut aus. Das sieht sowas von nicht gut aus, aber wir müssen. Alles klar. Ab nach oben. Alter. Das sieht nach irgendeiner Arena aus. Was haben wir denn hier? Verhörbericht, 16. März. Befragter Major Rudi Jäger. Befragter 46011901. Die befragte Person ist ein mutmaßlicher Doppelagent der Alliierten. Die Person war zum Zeitpunkt ihrer Festnahme auf Burg Wulfenstein in Begleitung eines weiteren Agenten. Befragter Nummer 46011902. Während sie versuchten, in das archäologische Forschungsbüro von Oberstleutnant von Schaps einzudringen. Es wird zudem vermutet, dass die Agenten Unterstützung durch eine Kontaktperson der Widerstandsbewegung hatten. Erstens, die Person wurde nach ihrer Identität, ihrem Auftrag in der Burg Wulfenstein und ihrer Kontaktperson im Dorf gefragt. Außerdem wurde gefragt, worauf sie es in Frau Oberstleutnants Büro abgesehen hatten. Die Person verweigerte jegliche Antwort. Zweitens, der Person wurde Stromschläge verabreicht. Die Person zeigte sich mental standhafter als ursprünglich angenommen. Sie verweigerte trotz der körperlichen Belastung weiterhin die Kooperation. Drittens, anstatt von Stromschlägen kam im Folgenden einige der erweiterten Verhörtechniken zum Einsatz. Es wurden Schläge auf den Kopf sowie Messerschnitte am Körper zugefügt. Des Weiteren wurde der Person Eiswasser ins Gesicht geschüttet, ohne Ergebnis. Die Person kooperiert nicht. Die meisten Menschen hätten schon weit früher den Widerstand aufgegeben. Daher muss es sich bei der Person um einen erfahrenen, hochrangigen Agenten handeln. Viertens, die Person weigerte sich auch nach längeren Behandlungen mit Stromschlägen die Identität ihres Kontaktmanns vom Widerstand preiszugeben. Die Person ist körperlich nahezu vollends erschöpft und bei weiteren Behandlungen mit Stromschlägen ist ein Ableben wahrscheinlich. Die Befragung wird daher kurz unterbrochen, damit sich die Person erholen kann. Ja, Guantanamo lässt grüßen, aber ich glaube, Guantanamo ist noch ein bisschen schlimmer dran. Oh Mann. Ich guck mich mal eben kurz hier um. Hat er bestimmt Verständnis für, wenn ich mich mal eben kurz hier umgucke. Hier sind überall Stühle. Als ob die hier irgendwie zugucken würden. Alter, hier kommen wir nirgendwo durch. Hier liegt mit zu viel Munition rum. Und zu viel Heilung. Panzerung haben wir voll. Zutritt nur für Mitarbeiter ist verschlossen. Oh, ich glaube, hier geht gleich die Party ab. Übel. Aha. Da gucken wir uns gleich auf jeden Fall um. Ich wollte mal kurz gucken, ob hier vielleicht irgendwo Gold rumliegt. Hä? Was gibt's denn hier? Ich schätze mal, von hier aus kommen gleich bestimmt alle so Daten irgendwie reingestimmt, die es gibt. Oh, jo, juppe, juppe, du. Ja, Kollege. Na gut.
Dann wollen wir ihn mal befreien. Hey. Kommen Sie, Wesley. Aufwachen. Wachen Sie auf. Kommen Sie, Wesley. Laskovich. Ja. Da haben wir uns aber was Schönes eingebrockt, was? Keine Ahnung, wie Sie überlebt haben. Kommen Sie. Geht doch. Ich habe einen geheimen Trick. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Alles klar. Kann ich empfehlen. Na los, es hier. Alter! Was? Oh, oh. Alles in Ordnung? Alter. Hä? Dachte schon, dass du nicht mehr aufwachst. Greta, bleib. Greta war hungrig. Ich wollte das Fleisch nicht verkommen lassen. Das verstehst du doch. Du krankes Dreckschwein. Dreckschwein. Das nenne ich Humor. Was bestimmt der Klassenkasper in der Schule, oder? Aber der Spaß hat jetzt ein Ende. Mein Vater starb durch einen Stromschlag. Solche Unfälle waren in den Kohlengruben im Ruhrgebiet keine Seltenheit. Mein Onkel erzählte mir, dass er im Wasser stand, als es passierte. Wasser leitet Strom. Und was ist in unserem Körper? Ganz genau, Wasser. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird über dieses Wasser Strom durch deinen Körper geleitet und du wirst die entsetzlichsten Schmerzen erleiden, die du je erlebt hast. Wenn du dir das ersparen willst, was ich absolut verstehen könnte, beantworte einfach nur meine Frage. Also, wer ist deine Kontaktperson im Dorf? Nico. Wer ist das, Nico? Nikolaus. Diese Mädchen werden dich nicht retten. Reden schon. Warum bist du so stur? Deine Leute sterben da draußen. Auf den Stränden, in Feldern, das ist jämmerlich. Wie Insekten ohne Flügel. Ihr habt den Krieg verloren. Wenn ich entkomme, grill ich dich auf diesem Stuhl, bis du stirbst. Au. Alter. Bis wir zählen, einatmen. Bis wir zählen, ausatmen. Ein bekannter Trick. Ein letztes Mal noch, dann bist du dran. Wer ist dein Kontakt? Ja? Und wenn ich mit dir fertig bin, dann töte ich deinen Köter. Leck mich! Verdammt! Kommt an alle Wachen! Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift! Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht! Ich will das Schwein tot sehen! Los! Scheiße. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Also die Party geht ab. Ja, Kollege! Ich will dich doch mal. Hier. Hast du keine Waffe für mich? Doch, hat er. Wow, 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 what? Moment mal eben. Ich hab deinen Scheißhund erledigt, Rudi. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das alles. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Ich will das Schwein tot sehen. So schon mal nicht. Kurz mal eben hier wechseln. Okay, wir brauchen erstmal einen guten Platz. Ja, natürlich, kommt von unten auch noch.
Hat vielleicht noch ein bisschen Muni. Die haben uns alle Waffen abgenommen. Wir hatten so schöne Sachen. Was die Scheiße? Nein, Scheiße doch! Ihr Dreckschweine. Scheiße. Unser Kollege. So, der scheiß Stinkköter ist auf jeden Fall schon mal tot. Die Fresse, komm her. Jetzt bin ich stinkig, Leute. Was ist denn für Leiden? Matt? Oh, wo kommst du denn her? Moment, ich muss noch kurz nachladen. Oh, das ist ja nett. Was? Brauchst du nicht mehr. Hab ich dir abgenommen, die Entscheidung. Nein, 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 nicht gut. Wie kann ich mich nochmal bücken? Noch mit C. Muss irgendwo die Heilung sein. Wo ist noch... Das ist Heilung. Oh, da ist ja noch einer hinter. Warum ist denn da noch einer? Dahinter ist noch einer. Guck halt mal, was ich noch so hab. Und das Ding ist natürlich leer. Das Ding ist natürlich auch leer. Okay, 20 HP. Nein! Mal die Tröte aus. Sind wir hier auf dem Oktoberfest oder was? Oktoberfest! So, sonst noch jemand? Ich glaube, da waren alle. So. Ah, hier geht's auf jeden Fall, glaube ich, weiter. Wir brauchen aber erstmal ein bisschen Sachen, ne? Das brauchen wir. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Geheimgang? Der Bett hatten wir ja schon gefunden. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Gold. Eine geheime Tür. Da konnte der Arsch echt noch fliehen. Ich will mal hoffen, dass er nicht mehr so viel HP hat. Aber der regeneriert bestimmt gerade wieder HP. Zum Glück ist seine komische Stinktöle weg. Dass man sich unseren Kollegen aufgefressen hat. Oh, guck mal, wie süß der da hängt. Oh. Dreckschweine. Liegt vielleicht Gold hier im Bücherregal? Hm. Da gibt es ja ein geheimes Buch. Schieße ich denn jetzt hier? Ich wollte doch... Ich gehe mal kurz unten mal gucken. Ein paar Sachen einzusammeln. Oh Gott, Kollege. Scheiß Vieh. Wir kommen hier durch? Aber warum gibt es da oben noch eine Tür? Nein, jetzt bring mich hier nicht wieder. Shit, wo war der denn? Ich glaube, hier wollten wir nochmal gucken. Hier wollten wir nochmal gucken. Was gibt es denn hier Feines? Gibt es ein paar Stühle? Oh,
Aha. Aber sonst? Ja, hier finden wir ja ordentlich Zeug. Aber Gold auch nicht. Oder habe ich es übersehen? So, wo war jetzt die eine mysteriöse Tür? Hier ist eine Tür. Also ich würde sagen, hier oben geht es weiter. Unten wird die Tür... Ich habe gesagt, ich könnte runterspringen. Unten wird die Tür nicht aufgehen. Ich probiere es aus. Ich gehe jetzt unten hin. Hier geht die Tür doch auf. Aber da nicht. Ah. Okay, wir müssen eine übelste Ausstattung, Ausrüstung. Jo, hier hat er nochmal alles liegen lassen für uns. Das ist echt nett von ihm. Wir können ja mal kurz alles nachladen. Müssen wir nicht nachladen. Müssen wir auch nicht nachladen. Okay, ich glaube, ich komme gleich in Endkampf oder so. Oder ist einfach alles unser Zeug, was wir hatten. Hier hat sich doch einer rausgeschlichen. Aber goldtechnisch gesehen, ne. Was für eine Apparatur. Ich glaube, wir müssen oben raus. Was ist denn das? Ist da gerade eine Tür aufgegangen? Drückt der Knöpf hier. Verschlossen, toll. Zutritt nur für Befugte. Ja, wollen wir eine Runde, ne? Aufzug fahren. Reiß dich zusammen, BJ. Denk an den Plan. Steig in die Seilbahn zum Dorf. Triff dich mit Kessler im Gasthaus. Schaffst du das, Billy Boy? Aber mit links. Kapitel 4. Flucht. Was machen die Ratten eigentlich immer da bei uns? Immer sind hier Ratten dabei. Finde ich ein bisschen komisch. Okay, ich glaube, wir haben jetzt die Flucht vor uns. Was auch immer genau bevorsteht. Ja, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Wolfenstein: The Old Blood. Bis zum nächsten Mal.